Danke. Ja, und damit darf ich mich bei allen jenigen entschuldigen, die bei der Ausstellungseröffnung um 10 Uhr schon hier waren und denen ich schon kurz den Ablauf dieses heutigen Tages rekapituliert habe. Ich darf das vielleicht nochmal ganz kurz nachholen. Und zwar hatten wir eben, wie schon erwähnt, um 10 Uhr diese Fotoausstellung, die sich betitelt Die dritte Generation, eröffnet. Es handelt sich um Fotos zeitgenössischer österreichischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Die Ausstellung erstreckt sich also auch auf den Gang und den zweiten Stock und ich darf Sie einladen, noch dann die Ausstellung näher anzusehen. Es ist auch der Fotograf der Ausstellung unter uns. Ich darf also in unserer Mitte ganz besonders auch Sascha Manowitz begrüßen. Bitte. Also. Ja, die Diskussion heute steht unter dem Thema der österreichische Roman als Hammer. Um 15 Uhr findet die Diskussion im Haus zur Steinernen Glocke statt. Dort wird diskutiert also zum Thema Hass als traditionelles Element in Berliner zeitgenössischen Literatur. Und um 19 Uhr findet eine Lesung statt mit Ludwig Watzulik, mit Claudio Magris und mit Lilian Faschinger, die auch unter uns weilt. Und damit darf ich jetzt die Teilnehmer der jetzigen Diskussion vorstellen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Robert Menasse ist Ihnen, nehme ich an, nicht unbekannt. Er war ja schon letztes Jahr hier bei uns zu Gast im Rahmen des Prager Schriftstellerfestivals. Ich darf nur ganz kursorisch seinen Lebenslauf wiedergeben. Er hat Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in Wien studiert, in Salzburg und Messina. Er ist Mitbegründer der Studentenzeitschrift Zentralorgan, herumstreunender Germanisten in Wien, und hat also zahlreiche Romane und Essays publiziert. Ich darf also nur als Beispiel erwähnen, Sinnliche Gewissheit als Roman, dann die sozialpartnerschaftliche Ästhetik, Essays zum österreichischen Geist und ein Buch, das ich gerade in diesem Rahmen besonders hervorheben möchte, das ist Selige Zeiten, brüchige Welt. Ich darf das auch herzeigen, also auf Tschechisch, Blažená léta, Český svět, im Verlag von Lasta Bürki-Koppa, der Vizepräsidentin des Prager Schriftstellerfestivals. Dankeschön.
Dann darf ich kurz zum Lebenslauf von Waldraut Anna Mietbutsch kommen. Sie hat Germanistik und Anglistik an der Universität Salzburg studiert und war bis 1978 Assistentin am Amerikanistik-Institut der Universität Innsbruck. Sie hat Lehraufträge bekommen an germanistischen Instituten in Großbritannien, Seoul und 1979 bis 1985 in den USA. Sie ist seit 1985 freiberufliche Schriftstellerin und Publizistin. Sie hat neben literarischen Arbeiten auch wissenschaftliche Publikationen über englische und deutsche Lyrik, über Film- und Gegenwartsliteratur veröffentlicht. Ich darf also als Beispiel den Roman Die Züchtigung erwähnen, Das andere Gesicht, Ausgrenzung und In fremden Städten. Ja, und alle unsere Diskussionsteilnehmer sind auch Träger zahlreicher Auszeichnungen und Preise, die ich jetzt auch nicht im Detail erwähnen möchte, um nicht sie allzu lange aufzuhalten. Wer sich dann im Detail auch für die Lebensläufe interessieren sollte, kann gerne auch von uns dann eine Kopie erhalten. Ja, und last but not least möchte ich Ihnen auch Peter Rosey vorstellen. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert, war von 1969 bis 1971 Kunsthändler, danach Leiter eines Wiener Schul- und Fachbuchverlages und er ist seit 1972 freiberuflicher Schriftsteller. Er hat also eine sehr, sehr große Anzahl von Romanen publiziert. Ich habe gelesen, also über 40 unter anderem, das stimmt nicht. Ist die richtige Zahl? 50. 50 sogar. Also über 40 stimmt auch, aber 50 ist korrekter. Also über 50. Ja, und als Beispiel darf ich nur erwähnen, Wer war Edgar Allan, ein Roman, oder Das schnelle Glück und das Drama Tage des Königs, er ist übrigens auch sehr vielseitig, hat also auch Drehbücher für das Fernsehen geschrieben und für den Film. Ja, und damit bin ich mit meiner Einleitung am Ende. Ich wollte auch noch eine kurze Frage stellen. Es ist unten, ganz unten bei der Garderobe, ein Buch abhanden bekommen, das nichts mit Literatur zu tun hat, sondern über die Regeln des Straßenverkehrs. Vielleicht hat sich dieses Buch jemand illegal ausgeliehen oder wie auch immer, aber es ist ein Versehen. Also falls jemand im Besitz dieses Buches sein sollte und es ihm nicht gehört, bitte möge er es dort wieder diskret zurücklegen oder jemanden von uns geben. Ja, also ich würde sagen, dass die drei Diskussionsteilnehmer ohne dies erfahrene Diskutanten sind und eine Moderation im engeren Sinne nicht erforderlich ist. Ich darf also das Wort an Sie übergeben und Sie einmal bitten, am Anfang ein allgemeines Statement abzugeben zum Thema, und zwar wieder in alphabetischer Reihenfolge. Und falls dann eine Moderation erforderlich sein sollte, stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich bitte auch, Sie zu berücksichtigen, dass also simultan gedolmetscht wird, auch wenn es den Redefluss etwas bremst, bitte doch zu beachten, dass die Dolmetscher also auch mitkommen sollten. Und auch bitte zu beachten, dass Sie in etwa, was die zeitliche Aufteilung der Diskussionsbeiträge betrifft, doch schauen, dass Parität hergestellt wird. Und am Schluss hoffe ich, dass es wieder Gelegenheit geben wird, Fragen zu stellen oder auch mit dem Publikum zu diskutieren. Ich möchte Sie also jetzt schon einladen, von dieser Möglichkeit intensiv Gebrauch zu machen. Und damit darf ich Sie, Herr Dr. Menasse, bitten, das Wort zu ergreifen. Eine Frage, die mich seit vielen Jahren unausgesetzt beschäftigt, ist die Frage, ist der Roman ein großer Hammer? Entschuldigen Sie bitte, leider ein Fehler von mir, den ich korrigieren muss. Ich möchte auch ganz besonders Marta Schelesner, die Direktorin des Franz Kafka Zentrums hier in Prag, begrüßen. Wie Sie wissen, findet ja ein Großteil der Veranstaltungen im Rahmen des Prager Literaturfestivals im Franz Kafka Zentrum statt. Und sie ist auch hier, um sie besonders auch von Michael March, dem Präsidenten der Stiftung des Prager Literaturfestivals, begrüßen zu lassen und ihn zu entschuldigen, da indisponiert ist. Ich darf Sie also bitten, noch kurz ein paar Worte an uns zu richten.
Dámy a pánové, teďko to pan ředitel všechno řekl, co vlastně bylo mým úkolem říci. A sice, že bych vás ráda uvítala na dalším jménem Festivalu spisovatelů, na dalším dni jeho programu. A ráda bych omluvila Michaela Marče, který dostal v noci náhlou indispozici. Doufá, leč, že ve 3 hodiny na další části programu bude již v pořádku a že se s vámi uvidí. Dnešní den, jak jste jistě již pochopili, byl zasvěcen rakouským autorům a doufám, že ten den bude mít takový úspěch jako dny předchozí. Předtím, než si pan ředitel vzal slovo, zeptal se mě Robert Menase na název této diskuse Román jako úder a že vlastně neví, o čem diskutovat nebo jak to naplnit. Jak tuto otázku zodpovědět, tak jsem mu řekla, že nejlepší diskuse snad bude, když se bude diskutovat o tom, o čem to mělo být, co to vlastně znamená román jako úder. Michael March tu bohužel není, takže nám to vysvětlit nemůže. Děkuji. Eine Frage, die mich seit vielen Jahren unausgesetzt beschäftigt, ist die Frage, ist der Roman ein großer Hammer? Ich muss allerdings gestehen, dass ich das bis vor einer Stunde oder eineinhalb Stunden nicht... Ist das so besser? Ist das jetzt besser? Herr Landa, ist das Mikrofon in Betrieb auch? Jetzt, glaube ich, ja. Soll ich jetzt gehen? Womit wieder mal bewiesen ist, dass Dichter weltfremde Menschen sind und technisch unbegabt. Ja, also das soll ich einfach vorbeginnen. Ja. Erste Wortmeldung, die dritte. Eine Frage, die mich seit vielen Jahren unausgesetzt beschäftigt, ist die Frage, ist der Roman ein großer Hammer? Ich bin dem heutigen Tag und dieser Veranstaltung sehr dankbar, weil ich vor ein oder zwei Stunden allerdings erst darauf gekommen bin, dass es eine sehr spannende Frage ist. Ich habe mich wahrscheinlich sehr unbewusst damit beschäftigt. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können diese Debatte jetzt führen, ist der Roman ein großer Hammer? Oder wir können darüber diskutieren, was bedeutet diese Frage? Was bedeutet dieser Titel der Veranstaltung? Ist der Roman ein großer Hammer? Es gibt in der österreichischen Bundeshymne, ich nehme an, dass am Österreichtag, wenn drei Österreicher diskutieren, eine solche Referenz im Hintergrund stand. Es gibt in der österreichischen Bundeshymne eine Zeile, die heißt Land der Hämmer. Hat das wahrscheinlich die Bedeutung, Österreich ist das Land der Romanciers? In der Schule habe ich ja noch. In der Schule. Also, dieses Mikrofon ist ein Hammer. In der Schule habe ich ja noch gelernt, dass die Zeile Land der Hämmer in der österreichischen Bundeshymne sich auf die österreichische Schwerindustrie bezieht. Möglich allerdings auch, dass damit gemeint ist, dass das Romanschreiben eine Art von Schwerindustrie ist und das ist ja auch eine gewisse Wahrheit. Es gibt im Übrigen in Österreich eben die Formulierung, etwas sei ein Hammer, das bedeutet eben, das sei etwas sehr Ungewöhnliches, etwas Besonderes. Ist das gemeint mit der Frage, der Roman als großer Hammer? Bei Hammer assoziiere ich auch an Hammer und Sichel, die in österreichischen Wappen vorkommen, allerdings getrennt. Also die sind also in den Fängen des Adlers getrennt, in den beiden Fängen, und die Kette ist zerrissen. Wahrscheinlich ist die Sichel verloren gegangen und jetzt haben wir nur mehr den Hammer. Also ich sehe mich eigentlich außerstande bei dieser Vielfalt von Assoziationen, bei diesem sehr enigmatischen Titel, ist ein konkretes Statement zu machen, das sich auf die Romanproduktion wieder bezieht, ohne dass wir vorher geklärt haben, was dieser Titel bedeutet. Vielleicht kann die Anna uns da weiterhelfen.
Naja, also die Vorstellung, ich bin vom Englischen ausgegangen, genau. Also dass du das jetzt als Hammer interpretierst, so ich weiß es nicht, so steht es, aber steht es ja im Wörterbuch. Stick, Big Stick, Hammer. Ich habe an Big Stick, würde ich eher denken, der Roman als Züchtigungsinstrument. Ich meine, hinzu steht, mein erster Roman hat geheißen Die Züchtigung, und da ging es eben um einen Big Stick, um einen Prügel. Und ich habe mir eben gedacht, ist der Roman ein Prügel, mit dem man die Öffentlichkeit züchtigt? Oder vielleicht ist auch sollte der Roman, aber das sind natürlich lauter preskriptive Vorstellungen, sollte der Roman etwas sein, etwas ganz Markantes, wonach sich die Gesellschaft richtet, also ein Markstein, ein sowas ähnliches. Aber ich habe eigentlich gegen beide Interpretationen sehr grundsätzliche Einwände. Denn ich glaube, man sollte uns als Autoren nicht dazu verdonnern, dass der Roman irgendetwas zu sein hat. Wir sind keine Pädagogen, wir sind keine Politiker. Hören wir das überhaupt? Ja. Ich sehe da einige Gefahren der Simplifikation, zum Beispiel, wenn man den Roman nämlich einfach dazu hernehmen soll, wenn das eine Vorgabe sein soll, dass der Roman erziehend wirkt oder ein Korrektiv ist der Gesellschaft. Das ist schon möglich, aber es sollte vom Roman nicht eingefordert werden. Aber vielleicht sollte ich dir fragen, was du als Herzling bezeichnest. Also ich habe mir gedacht, wenn der Roman ein Hammer ist, dann muss er zumindest auch einen Schraubenzieher, einen Löffel, Armbrust, einen Zahnstocher, Gartengerät etc. sein. Also wenn man es ernster auffasst, in einer Art Werkzeugtheorie, nicht, so ist es ein individuelles Werkzeugkistern, wo man halt die Geräte sich rausnimmt, die man halt braucht. Aber im direkten Sinne ja, kann ich auch mit dem Thema relativ wenig. Also dieser Werkzeugaspekt wäre der. Schlagen wir ein neues Thema vor. Wir können über Werkzeuge nicht. Der Name ist ein bisschen. Das klingt irgendwie brachial, ne? Ich darf Ihnen kurz einschalten. Ja, ich darf mich vielleicht kurz einschalten und fragen, was sehen Sie selbst an Ihre Romane? Also, oder sehen Sie es als gar nicht, Sie schreiben es einfach und Sie denken sich doch etwas dabei, wenigstens am Ende vielleicht. Nein, es ist nicht so, dass, also ich glaube, das kann ich für alle Romanschriftsteller sagen, es ist nicht so, dass ein Romancier seine Romane schreibt, so wie die Seidenraupe ihre Seide spinnt. Jeder Romancier hat, gerade beim Romanschreiben, ich nehme an, bei der Lyrik ist es anders, beim Romanschreiben hat er irgendeine Absicht und eine Poetik, mit der er diese Tätigkeit verbindet. Ein Roman entsteht ja auch nicht so, dass man sagt, ein Roman ist ein dickes Buch, ich schreibe eine Seite und wenn mir dann noch immer was einfällt, eine zweite Seite und wenn es dann immer noch weiter ein dritter, plötzlich aber 400, 500 oder 600 Seiten und dann sagt man, das ist ein Roman. Ein Roman ist ja eine literarische Form, ein Roman ist eine Gattung. Und was man im Hinblick auf den Roman heute unter Umständen diskutieren kann oder ich würde sagen muss, ist die Frage, wie weit kann eine Gattung verändert oder gar zerstört werden und trotzdem weiterleben. Wir sehen das ja bei allen klassischen literarischen Gattungen, dass irgendwann einmal begonnen wurde, sozusagen das Korsett der klassischen Gattungsdefinition zu sprengen. Wenn Elfriede Jelinek heute ein Theaterstück schreibt, dann sagt sie, sie schreibt jedes Stück mit der Absicht, das Theater zu zerstören. Es ist ja eigentümlich, ein eigentümlicher Anspruch, eine Gattung zu beliefern mit dem Wunsch, die Bedingungen dieser Gattung zu zerstören. In der Lyrik ist es ähnlich. Da gab es immer wieder so Schübe, wo man gesagt hat, die klassische Bestimmung der Lyrik als sehr individuellen und sehr gefühlsreichen Ausdruck eines Individuums ist falsch und verlogen geworden. Wir müssen die lyrische Form objektivieren oder wir müssen sie zerstören und so weiter. Und trotzdem gibt es ja immer noch Lyrik. Im Roman
ist das mit großen Marksteinen am Anfang dieses Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ja auch versucht worden, nicht? Joyce, Ulysses und Finnegans Wake, Musil, der das epische Erzählen in Essayismus versucht hat aufzulösen und andere Beispiele. Und trotzdem gibt es noch immer die Gattung oder die Form Roman. Und wir erleben in den letzten Jahren, indem wir über Österreich reden, da kann ich sagen, in Österreich besonders, eine Rückkehr zum Erzählen, eine Abkehr vom formalistischen Spiel mit der Gattung und eine Rückkehr zur großen epischen Erzählbewegung. Und man kann es jetzt darüber diskutieren, was das bedeutet, wenn das gerade jetzt stattfindet und wofür wir drei, die wir hier sitzen, jetzt in diesem Kontext stehen. Aber ich habe doch den Verdacht, dass diese Rückkehr, die wir heute feststellen, zum klassischen Erzählen, also zu einem epischen Erzählton, damit zu tun hat, erstens einmal mit einer gewissen Reue, die man hat, nachdem man einen Totschlag begangen hat, ja? Und zweitens mit einem wieder gewachsenen und deutlich sich artikulierenden Bedürfnis, also einem sozialen oder gesellschaftlichen Bedürfnis, die Welt, die in immer mehr Einzelheiten zerfällt und immer unübersichtlich wird, wieder sozusagen hererzählt zu bekommen, auch inhaltlich geordnet zu bekommen. Der Roman ist ja nicht zuletzt auch eine große Anstrengung, Ordnung herzustellen. Ja, um in etwa anzuschließen, was du eben gesagt hast, diese Rückkehr zum Erzählen, das ist ja nicht ein Zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Ich meine, Joyce kann ja nicht ungeschehen gemacht werden. Das heißt, es wird ja diese Transition, auch das Zerstören des Romans mit eingezogen. Ich glaube, und außerdem glaube ich, dass man innovativ und in gewissermaßen revolutionär auch thematisch sein kann und nicht nur inhaltlich. Also thematisch inhaltlich und nicht nur formal. Wobei sich ja die beiden doch in etwa denken. Ich glaube aber, dass ein Teil dieser Rückkehr zum traditionellen Erzählen damit zusammenhängt, dass wir eben in einer relativ restaurativen, konservativen Zeit leben und dass wir, ich weiß es nicht, ich meine, es mag defetistisch klingen, aber der Druck auf Schriftsteller dermaßen stark geworden ist, dass sehr viele sich danach richten, was der Markt verlangt. Wenn man so ein Statement macht, dann nimmt man sich implizit ja doch aus. Und den Nachbarn, ja. Aber ich denke, dass wenn eine ganze Tendenz in einem Jahrzehnt zum relativ konservativen Erzählen tendiert und wenn dieses Gefühl der Schriftsteller doch überhaupt Künstler immer auszeichnete, dass man gegen den Strom schwimmen muss, dagegen Entwicklungen sein muss, kritisch durchleuchten muss. Ich glaube, das hat abgenommen. Und ich weiß nicht, wie sehr ich uns drei einbeziehen oder ausnehmen soll, denn schließlich sind wir ja alle vom Zeitgeist irgendwo gebesselt zu einem gewissen Grad gefangen. Also lose anschließend, wenn man den Roman sozusagen überhaupt historisch betrachtet, beginnt ja im frühen 19. Jahrhundert eigentlich erst die Phase des Romans, vorher war eigentlich verachtete Form. Und im 19. Jahrhundert wird der Roman zum Laboratorium und Grundsteinleger der ganzen kommenden Revolutionen im Geistigen. Also Freud zum Beispiel wäre unbedingt ohne die französischen und russischen Romane, also die ganze Psychologie quasi wird ja fundamentiert im Roman des 19. Jahrhunderts. In der Wellenbewegung ist natürlich dann klar, dass Romane wie Krieg und Frieden und so weiter, die rufen ja quasi nach einer Destruktion, nach einem Zerstören dieser großartig ausgebauten Formen. Die Deutschen hinken für mich mit Thomas Mann etwas nach, der noch Romane quasi im alten bürgerlichen Sinn weitergeschrieben hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg.
die Österreicher, ihr Talent ist ja überhaupt eher im analytischen Aufdröseln zerstört. Also ich denke an Wittgenstein, Freud oder auch Malinowski, überall gesehen bei Tätigkeit. Und natürlich ist es so, dass auch das avantgardistische Zerstören irgendwann einmal konservativ wird. Das heißt, wenn alles destruiert ist, ist es eher Avantgarde, wieder zu synthetischen Formen zu kommen. Und es gibt da völlig recht, ein Teil dieses neuen Mainstreams hat natürlich auch mit dem Hereinkommen amerikanischer Vorstellungen zu tun in unsere Kultur. Aber ein gewisser Teil, und wahrscheinlich der beste, kommt sicher aus dem Instinkt, dass man jetzt eigentlich nichts mehr destruieren kann, sondern es ist besser, sich einer synthetischen Form hinzugeben. Also ich will es nicht so schlimm sagen, Ordnung machen, für Ordnung habe ich wenig überpersönlich, sagen wir in einem anderen Sinne Unordnung zu machen, würde mir also eher entgegenkommen. Aber ihr versteht schon, ich sehe das so als historische Weltbewegung, man kann nach Finnegans Wege eigentlich wenig auf diesem Weg machen. Oder andere Modelle sind ja da auch entwickelt worden. Also carry on. Also die Kunst macht sich immer weiter und antwortet auch auf sich selbst natürlich. Nicht formal, aber auch inhaltlich. Ne? Also das könnte vielleicht noch irgendwie jetzt aufdeutschen und vertiefen. Dieser Werkzeugcharakter, den ich vorhin angesprochen habe, soll spaßig. Ne? Natürlich ist der Roman ein Werkzeug für die Gesellschaft auch, wie jede Kunstleistung, etwas zu bewältigen unter zwei Anführungszeichen vielleicht. Vielleicht sogar unter drei Anführungszeichen. Robert, bitte. Ich vielleicht zwei Stichworte. Darf ich vielleicht auch zwei Stichworte aufgreifen und auch bei Ihnen allenfalls auch anregen. Sie können selbstverständlich auch die Reihenfolge der Wortmeldungen wechseln. Sie bleiben, es ist tätig und so. Aber wenn Sie Zwischenmeldungen haben, können Sie selbstverständlich auch unterbrechen oder ad hoc etwas sagen. Aber ich glaube, dass die Frau Wittbutsch zwei Stichworte erwähnt hat, die mir von Interesse erscheinen. Das eine ist einmal, dass wir, wie sie gemeint hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, in einer konservativen, restaurativen Zeit eher leben. Und das zweite Stichwort, das Sie erwähnt haben, das mir auch interessant erscheint, ist, dass die Schriftsteller offenbar auch letztendlich verstärkt an Marktzwängen unterliegen. Und da fällt mir eben ein Beispiel auch ein, in einer der letzten Publikationen von Robert Menasse mit die Märchenprinzessin über Lady Diana. Ich wollte Sie selber jetzt fragen, aus Ihrem eigenen Werk, wie beurteilen Sie Ihr eigenes Werk hinsichtlich restaurativer, konservativer Tendenzen? Und zweitens wollte ich Sie auch fragen, wie beurteilen Sie Ihr eigenes Werk hinsichtlich marktwirtschaftlicher Erfordernisse? Und den Herrn Menasse wollte ich eben gerade zu dieser Frage auch zu seinem Werk dann auch noch befragen. Diese Fragen sind ein wunderbares Beispiel dafür, dass alles, was wir interpretatorisch oder analytisch sagen können, nur immer eine der Varianten ist dessen, was möglich ist, das gesagt werden kann. So frei nach dem Satz von Adorno, dass der wahre Dialektiker sich darin erweist, dass von allem auch genauso glaubwürdig das Gegenteil behaupten kann. Also ich persönlich, also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt mein Lady Diana Buch kennt oder das Beispiel nimmt dafür, dass plötzlich so der Markt eine bestimmte Bedeutung bekommt und Autoren verführt zur Marktgängigkeit. Ja. Das ist eine Sehweise, da bricht eine riesige Weltemphase aus wegen des Todes von Lady Diana und da kommt ein Autor und macht ein Buch darüber. Und das verkauft sich noch dazu dann rasend gut. Ja? Und da sagt man, aha, da hat er jetzt den Markt bedient. Ja? Ich persönlich kenne keinen Autor in Österreich oder keinen Autor, den ich ernst nehme, und es sind viele, die, bevor sie sich hinsetzen und irgendwas schreiben, eine Marktforschung machen, ja? Oder eine Marktanalyse. Oder eine Interpretation anstellen, was will der Markt jetzt, und da versuche ich das zu machen. Ich glaube auch, dass das erstens einmal unmöglich ist zu tun und zweitens sogar im Hinblick auf die gegenwärtige Organisationsform des Marktes auch dumm. Weil heute setzt sich ja am Markt nicht das durch, was man glaubt, dass der Markt braucht, sondern man
heute ist es nicht eine Frage von Bedürfnissen, die am Markt geäußert werden, sondern eine reine Frage des Marketings. Man kann einen Holz